Hallo, mein Name ist Jürgen Wietrapper, ich bin Vorsitzender des Modellbahnverbandes in Deutschland, kurz MOBA. Wir sind der größte reine Modellbahnverband in Deutschland mit rund 5.500 Mitgliedern. Wir sind Interessenvertretung und Unterstützer für Modellbahner, in der Regel in Vereinen oder sonstigen Personengruppen organisiert, wo wir denen versuchen, das Leben als Verein zu erleichtern mit Dienstleistungen. Wir haben entsprechend Versicherungsleistungen, die schon im Beitrag drin sind, sonstige Leistungen, die noch in Anspruch genommen werden können, sodass also die Vereine durch unsere Mitgliedschaft es leichter im Alltag haben, aber auch einiges an Geld sparen. Leichter im Alltag heißt, dass wir die Werbung für Veranstaltungen übernehmen, über unsere Kanäle, sprich unsere Homepage, unsere Verbandszeitschrift und auch über Social-Media-Kanäle, dass wir entsprechend die Vereine unterstützen bei der Jugendarbeit, dass wir eben aber auch Dienstleister sind von Messegesellschaften und wie hier in Erfurt uns dann darum kümmern, dass entsprechende Anlagen gezeigt werden können zur Freude der Besucher. Wir sind ja jetzt in Erfurt, hier auf der Messe und mit dabei sind ja Vereine von der MOBA. Wie wird das organisiert? Wir haben da eine Absprache mit der Messe. Wir bekommen, ich sage jetzt mal, Vorgaben, wie viel Anlagenfläche uns zur Verfügung steht. Und dann schauen wir, dass wir ein interessantes Spektrum an Anlagen finden, die dann also auch Zeit haben und Lust haben, hier nach Erfurt zu kommen und dann hier ihre Anlage aufzubauen und zu präsentieren. Okay, wir gehen gleich mal rüber zur ersten Anlage. Ja, hallo, ich bin der Jan vom Modellbahnteam Osnabrück. Wir haben unsere Vereinsanlage mitgebracht und betreiben hier eine große Anlage mit einer zweigleisigen Hauptstrecke. Dieses Mal im Thema Deutsche Bundesbahn und Deutsche Reichsbahn Anfang der 90er Jahre. Von dieser Hauptstrecke geht noch eine Nebenbahn ab, eingleisig. Und diese gesamte Anlage ist digital gesteuert, fährt nach einem Fahrplan mit iTrain. Und wer mehr sehen und Bilder, Videos sehen möchte, kann uns gerne bei Instagram oder YouTube folgen. Epochenflair heißen wir im Internet. Und da gibt es viel, viel mehr Content von dieser großen Anlage. Gut, dann starten wir hier mal am Anlagenanfang, ganz hinten Fußballstadion. So ein bisschen wie beim VfL Osnabrück aus unserer Heimat. Mit den Spiegeln ist es dann auch ein Ganzes. Das Modell ist eigentlich nur ein Viertel. Kommen wir hier in den großen Hauptbahnhof. 9 Gleise. Die Halle und das Empfangsgebäude ist dem Bahnhof Hagen in Westfalen nachempfunden von der Konstruktion. Und je weiter man dann durch die Stadt wandert, desto mehr Gebäude wird man erkennen aus verschiedenen deutschen Städten. Das Hortenkaufhaus kennt man beispielsweise aus Nürnberg. Dahinter kommt gleich ein Theater zum Vorschein, das Mokka Efti. Wer die Fernsehserie Babylon Berlin kennt, wird es vielleicht wiedererkennen. Hier vorne die Hauptpost, stand früher auch bei uns in Osnabrück, ist ein bisschen verkürzt, aber von der Architektur her eigentlich ein sehr markantes Gebäude, so aus Bundesbahn- und Bundespostzeiten. Jetzt schwenken wir hier in den Vorbahnhof. Hinten die Gebäude zum Beispiel kommen aus Hamburg oder aus Aachen und sind auch vollständige Eigenbauten. Genau, da haben wir zum Beispiel das Gebäude aus Hamburg, ganz rechts im Bild, hier in der Mitte die große Fabrik. Steht eigentlich in Aachen, ist heute ein Kunstmuseum. Hier vorne jetzt im Vorbahnhof gibt es nochmal einen S-Bahn-Haltepunkt. Und die Regionalbahn, die hier gerade ausfährt, fährt jetzt in Richtung Hauptstrecke. Und ganz hier oben auf dem Berg gibt es eine Freilichtbühne, da wird gerade Wilhelm Tell aufgeführt. Und hinter diesem Wald erscheint dann auch schon der Ort Polen, das ist sozusagen unser Dorf, wo die Nebenbahn ihren Haltepunkt hat. Hier ins Bild. Ja, hallo, mein Name ist Jürgen Böckel, ich bin der erste Vorsitzende des Rottgauer Modellbahn Connection. Wir kommen aus dem Rottgau, das liegt bei Frankfurt, sozusagen zwischen Hanau und Offenbach. Unser Verein besteht seit 1998, gegründet aus mehreren Mitgliedern. Und ja, wir sind dieses Jahr auf der Messe jetzt hier und ja. Und unser Vereinsheim liegt auch im Rottgau, direkt beim Bahnhof. Wir haben 250 Quadratmeter. Und wir sind froh, dass wir das Vereinsheim haben. Wir betreiben hauptsächlich eine Spur-N-Anlage, eine Spur-H0-Anlage und eine Spur-1. Wie gesagt, ein kleines Ausziehgleis, um für die Kinder ganz einfach aktiv zu werden. Mhm. Ja, und diese Anlage heute auf der Messe hier hat insgesamt 32 Meter, Schienen insgesamt 50 Meter
und es sind 32 Module. Und das ist jetzt nur eine Anlage, die ihr quasi für die Messe macht, oder ist die auch bei euch aufgebaut? Die ist auch bei uns aufgebaut. Natürlich jeweils immer mit anderen Modulen. Ja. Das sind ja, ist ja hauptsächlich, was hier steht, ist HEB-Norm. Hm. Wir besitzen aber auch noch Fremo-Norm-Module. Hm. Und ihr steuert die digital, oder? Wir steuern die digital, ja, seit neuestem. Sogar über WLAN. Aber es gibt momentan halt ein paar Störungen, aber gut, das ist bedingt durch die Fahrzeuge, aber es geht im Gesamten. Wo liegt euer Fokus? Also welche Epoche habt ihr da? Epoche 3, also das ist der Hauptfokus bei der H0-Anlage. Mhm. Alles klar, Dankeschön. Bitteschön. Mein Name ist Norbert Jakubasch, ich bin vom Modelleisenbahnclub Harzquer und Brockenbahn Wernigerode e.V. Wir stellen hier die Brockenkuppe aus. Das ist ein Teil von unserer Harzquerbahnanlage, die bei uns in den Clubräumen fest installiert ist, vom Wernigeröder Hauptbahnhof bis hinauf zum Brocken. Der einzigste Bahnhof, der fehlt, ist der Bahnhof Schürke. Unseren Verein gibt es schon seit 70 Jahren. Er wurde im April 1954 gegründet. Hat zurzeit 27 Mitglieder, davon 7 Kinder. Und die Kinder bauen ihre eigene H0E-Modulanlage. Hm. Euch findet man auch im Internet? Wir sind auch im Internet, wir sind bei Facebook. Ja. Einmal unter Modulgruppe, Kindermodulgruppe, hm, und einmal unter MEC Harzquer und Brockenbahn und auch über die BSW, Harzquer und Brockenbahn, sind wir auch zu finden. Wir haben auch eine eigene Internetseite. Hm. Jo. Alles klar. Dankeschön. Guten Tag, liebe Leute. Mein Name ist Hans Louvet. Ich komme aus den Niederlanden und seit Jahrzehnten sind wir schon zu Gast bei der MOBA mit verschiedenen Anlagen. Diesmal eine Anlage aus Belgien und es ist ein Platz namens Gougré. Das ist etwa 5-10 Kilometer von Lüttich in Belgien. Es ist schlechtes Wetter, richtig schlechtes Wetter. Es hat den ganzen Tag geregnet, die Leute haben die Regenschirme auf und es war dunkel um 5 im November. Und das habe ich versucht zu zeigen mit dieser Anlage. Es gibt Regenbetrieb, also viele Loks fahren an und ab, da zum Hochofen, Stahlwerke. Tja, die Anlage spielt in Italien am Lago Maggiore. Ausgangspunkt war ein Urlaub, den wir in der Gegend verbracht haben. Und diese Verbindung von auf der einen Seite Schifffahrt, also am See, die Navigation zum Lago. Auf der anderen Seite die Hauptstrecke im Hintergrund des Ortes von Domodossola Richtung Mailand. Und dann natürlich die bis 1965 existente Zahnradbahn auf den Monte Matarone. Waren so die Dinge, die irgendwie spannend waren, wo man dachte, wenn man das alles zusammen auf eine Anlage bringt, könnte das ein interessantes, spannendes Teil werden. Mhm. Da ich auch in der Vergangenheit schon italienische Anlagen gebaut habe, ist also das Fahrzeugmaterial ja da. Und man hat sich jetzt wieder ein neues Sujet gesucht und hat gesagt, okay, welches italienische Leben muss dabei sein? Also eine ordentliche Promenade am Ufer des Sees gehört mit dazu. Die entsprechende Architektur, teilweise ein bisschen auch durch die Belle Epoque geprägt, musste irgendwie erkennbar sein. Und ansonsten viel italienisches Leben, das sich ja bis spät abends auf der Straße abspielt. Und so ist die Anlage in den letzten 3-4 Jahren entstanden. In der Zeit, wo Corona war, hatte man ein bisschen mehr Zeit, da ging manches etwas schneller. Und erstmals wurde sie präsentiert in Leipzig 2022 dann. Und das ist jetzt die dritte Ausstellung. Wir sind in der Regel zu dritt unterwegs und
reisen jetzt mit dieser Anlage rum, demnächst dann wieder mit einer anderen und vielleicht auch irgendwann wieder mit der Rittnerbahn dann noch. Ja, nochmal kurz, dein Name war? Frank Tinius, ursprünglich aus Berlin, seit 2 Jahren jetzt in Thüringen als Rentner. Alles klar, Dankeschön. Bitte, bitte. Danke dir. So, das war mal jetzt ein kurzer Rundgang um die MOBA-Anlagen. Ich bedanke mich dafür. Wie geht es jetzt bei euch weiter? Wir sind jetzt ja noch bis Sonntagabend hier, begleiten unsere Vereine und es wird sicherlich auch dann noch weitere Gespräche geben hier mit der Messe, bezogen auf die Veranstaltung dann im kommenden Jahr, wieder im Februar, dann 2025. Ja, und nächstes Event wird für euch sein? Das nächste große Event ist die Intermodellbau in Dortmund. Zwischendurch werden wir noch einmal auf den Spur 1 und Spur 0 Tagen in Gießen sein. Aber für uns ist immer das große Event auf der Intermodellbau, der weltgrößte Modellbauausstellung, wo wir dann eben auch für die Messe Dortmund dann die Anlagen organisieren. Und diesmal sind es dann über 30 Anlagen, davon viele, die erstmals in Deutschland gezeigt werden. Auch internationale Anlagen, noch deutlich mehr als hier, von Norwegen bis Frankreich. Benelux, Österreich, ist dann die Herkunft der Modellbahner, die diese Anlagen zur Verfügung stellen. Und dann eben auch quer durch alle Spurweiten, mehr oder weniger von Spur Z bis Spur 2 LGB ist dann auch wieder alles vertreten. Alles klar. Schönen Dank. Danke.